So, hallo und willkommen zurück zu Carrion. So, wir haben den ersten Weg, aber wir sind jetzt hier angelangt. Ehrlich gesagt, ich habe den Ort. Ach, hier sind wir. Wir sind jetzt. Okay, kleine Korrektur. Wir sind jetzt hier wieder angekommen. Jetzt mal hier zurück. Okay. Aha, wo sind wir denn jetzt gelandet? Eine Unterwasserbasis. Ach, hier sind wir wieder zurück. Okay, dadurch, dass wir jetzt das mit dem Licht machen, heißt das, wir kommen jetzt wieder dadurch. Oder nicht wieder. Wir kommen auf jeden Fall wieder jetzt dadurch. So, dann heißt, ich muss mich jetzt unsichtbar machen. Ah, hat da gut geklappt. Das heißt, wir können den nächsten Abschnitt rein. Mal sehen, was da uns erwartet. Leviathan Riffbasis. Ey, wohin verschlägt uns das? Ich möchte allerdings ein bisschen mehr Biomasse jetzt haben. Wohin verschlägt. Ich wundere mich gerade, wohin uns das alles führt. Wir sind jetzt in einer Unterwasserbasis. Okay, da kann ich nur nach oben. Ja! Yeah. Okay, das war jetzt ja nicht so dolle. Ich glaube, ich hole mir mal lieber kurz nochmal wieder Biomasse zurück, weil das war ja doch ein bisschen kritisch. Kann zwar sein, dass ich im nächsten Abschnitt Biomasse wieder kriege. Okay, mehr Biomasse kriege ich jetzt erstmal nicht anscheinend. Gut, dann ist es halt so. Jetzt gehen wir nochmal hier zurück. Denn hier war ja noch eine Leiche, die ich essen konnte. Dazu zählt er auch noch. Wir gehen erstmal hier weiter. Okay. Da kann ich nicht lang, heißt, ich kann nur hier oben. Lieber mal fleißig verspeisen. So, jetzt würden wir zurückkommen, allerdings. Ah, ich sehe schon. Moment, ich muss erstmal die Barrikade richten, denn da ist wieder ein Hebel, den ich nicht so ohne weiteres. Warum hat der denn jetzt geschossen? Den ich nicht so ohne weiteres benutzen kann. Denn wir sind zu groß. Und wenn wir zu groß sind. So. Jetzt hole ich mir allerdings die Biomasse erstmal wieder. Ja, es ist mir alles nicht so ganz geheuer. Nein, das war das nicht. So. Da. Gibt's doch nicht. Du nerviger. Der geht mir verdammt noch mal auf den Sack. Das ist doch nicht zu fassen. Wenn der jetzt noch lebt, dann weiß ich auch nicht. Okay, er lebt nicht mehr. Ah, die sind aber auch nervig. Na super. Nee, den Kampf wollte ich mir jetzt nicht geben. Ja.
So. Oh, endlich wieder neue Energie. Und Carrion breitet sich weiter aus. Und dann sehen wir auch schon unser nächstes Ziel, wo wir rein müssen. Und das. Man weiß nie, ob die wirklich tot sind. Und der auch nicht. Ah. Nervige Dinger. So. Jetzt kann ich nur noch... Ah, nee. Ich komme da rein. Ah. So kann man die Wege auch wieder erweitern. Ey. Das ging schnell. Oh, dann gehen wir mal direkt weiter. Oh Gott, ich habe ihn halbiert. Mal wieder. Ah, ah, au, 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 au. Oh, komm schon. Bringt ja auch nichts, die zu essen. Aber es ist eine kleine Genugtuung, sie einfach doof von Wand zu Wand lassen, zu spritzen zu lassen. Luft holen, spritzen zu lassen. Und jetzt bin ich zu klein. Da muss ich wieder zurückgehen. Was kriegen wir denn jetzt für eine Fähigkeit? Hydrophilie. Forme dich in einen Schwarm Würmer um, so gelangst du durch enge Passagen. Uah. Es ist eklig und faszinierend. Zugleich. Also die Währung ist so flüssig, ne? Das ist... Ich finde, das sieht cool aus. Jetzt kommen wir hier durch. Warte mal, was ist denn da eigentlich? Ach, guck mal, da kommen wir jetzt da oben lang. Und das Tor ist offen. Das ist schon mal gut. Wow. Was ist der denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, wie besiegt man den denn? Zum Glück bin ich gerade nochmal hier hingegangen. Ach, ich bin ja hier. Aber wie besiegt man den denn? Ich habe ihn gar nicht getroffen.
Okay, man braucht schon die gesamte Biomasse. Moment. Es steht nirgendwo geschrieben, dass ich nicht zu. Okay, es steht überall geschrieben, dass ich zurückgehen darf. Ah, okay, so einfach geht's anscheinend. Oh, die Maschine ist gerade ein bisschen schwer anscheinend. Nochmal kurz Biomasse holen. Da komme ich anscheinend nicht rein. Schade. Ah, jetzt sind wir wieder hier gelandet. Da ist der Ausgang. Ah. Nein! Moment. Da wollte ich doch jetzt gar nicht lang. So. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Leviathan-Riffbasis. Status sicher. Durchbrochene Siegel 50, verlorene Proben 50. Stimmt, habe ich da irgendwas übersehen. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Denn das ist wieder ein guter Cut für nächste Folge. So, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Carrion. Ihr habt es wahrscheinlich eh schon längst durch, wenn ihr es nicht schon gekauft habt. Wenn ihr es nicht gekauft habt. Nee, ihr habt es wahrscheinlich durch, wenn ihr es gekauft habt. Und wenn nicht, halt dann nicht. So, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Carrion. Bis dahin, sei erstmal tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.